Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte Emo Thüringen. Wir ernten immer noch Feld 12 und Feld 48 ab. Da neigt sich aber ein Ende entgegen. Dann werden wir nachher auch gleich Gras aufsehen. Der Kollege ist gleich fertig. Dann bereiten wir noch die Aussaat, die Ernte Sonnenblumen vor. Den fahren wir ein bisschen weiter weg, wie der stehen bleibt nachher und dann nichts macht. So. Schauen wir mal, wo wir noch geparkt haben, unseren Fahrzeug hier. Gibt's doch gar nicht. Jo, irgendwo, ne? Da, genau. Ach, hey, hey. Er stand daneben. Hat den da gesucht? Andersrum wäre besser gewesen. Aber egal, nichts mehr. Ja, ne, dann gehen wir so weiter. Die Geschichte. Der braucht hier noch ein bisschen was, zeitlich. Aber der andere muss gleich fertig sein. Dann können wir da Aussaat beginnen, Gras. Überlegen, ob ich da mit zwei arbeiten werde. Mal schauen. Ja, der andere ist fertig. Mit zwei ist eigentlich besser. Da sind die schneller fertig. Ja, dann muss ich noch einen zweiten hinstellen oder hinfahren. Da sind die Sonnenblumen. Da ist der eine, das ist der LKW. Düngerstreuer LKW. Einstellen können wir ja. Das heißt, wir haben eh nur zwei. Wegen Traktor. Dann den Deutz nehmen, der ist ja frei. Dann können die so zweit aussehen, das ist besser. Was soll er? Da wir heute noch fertig werden mit der Aussaat. Sieht's aus, reparaturmäßig. Boah, das geht noch. Brauchen mindestens eine Sämaschine noch für da hinten. Würde sich anbieten. Ja, keine Sonnenblume. Hätte ich Baumwolle, Pappe, will er nicht, auf der Karte. Also Pappe gehen hier aktuell nicht und soll in der nächsten Version dann gehen. Aber auch nicht mehr Früchte. Mehr Früchte kommen nicht, als hier Birocken oder Dinkel und so. Das kommt hier nicht. Jedenfalls wurde bisher noch nichts von geschrieben. Auf geht's zum Feld Nummer 48 und 49.
Die liegen beide nebeneinander, deswegen kommen nicht ganz klar zur Zeit damit. Aber die Richtung passt schon mal. Sonnenblumen sind noch nicht reif, das heißt, da haben wir ein bisschen Zeit. Die werden morgen kommen. Ist okay, das passt schon so. Ganz wilder Fahrer heute. Tut er schwach. Wie ein PKW oder noch schlimmer sogar. Liegen alle gleich. Müsste ich mal einen Kollegen fragen, guck doch mal. Wenn die mit Traktoren über die Firma fahren. Also die Geräte von dem vor der Fertigung von der Montage rausfahren zum Lagerplatz, kann man sagen, und auch zu der Halle. Dann fahren da Traktoren, ne, mit Traktoren von der Halle, ne? So, da sind wir. Einsteigen. Erstmal einstellen, aktivieren, passt. Kursgenerierung 48. Zwei Fahrzeuge, Vorgewende machen wir. Eine, weil wir ja zwei Fahrzeuge fahren, weicht, das passt. Die rennen hier Fährkurs. Sieht gut aus. Steigen wir mal aus. Weil die machen dann beide synchron, das heißt. Eigentlich müsste der zuerst fahren. Oder ja. Das ist ja ein bisschen. Nein, das geht nicht. Ach doch, ja doch, richtig. Ersten Punkt. Aktiviert. Jüngerfunktion geht auch, okay, passt auch. So, mal sehen, dass wir. Das ist nämlich ganz entscheidend. Also der soll zuerst fahren, weil er fährt ja eine Innenkurve. So, rechts fährt er. Denn. Sonst stören die sich gegenseitig. Denke ich mal. Ersten Punkt. Du fährst links. So, das passt. So. Das weiterfahren, Kollege. Und dann müssen wir gleich zu unserer Seemaschine springen und unserem die Fahrzeuge wegräumen. Das heißt, schnell, der wird noch nicht stören. Außerhalb fahren, außerhalb.
Ups. Nee, beeilen. Der wird mir im Weg stehen. Na, geht's noch? Oder eine Pause machen? Nix Pause. So. Die beiden scheinen zu fahren. Den machen wir gleich noch leer. Die Zeit haben wir noch. Da werden wir vorne das Schneidwerk umbauen oder das machen wir außerhalb. Das ist ein mächtiger Vorsprung da gelaufen wird. Na gut. So. Angeblich soll es dann auch Missionen geben, also für Felder. Ich meine, das kann man ja mal spaßhalber machen, ne? Und da immer noch ein bisschen ändern. Nicht aussteigen. Auch den, die Farbe und den Drescher anpassen. Das war ja mal anders geplant, aber gut, okay. Nicht so schlimm. So. Die beiden scheinen gut zu fahren. Auf jeden Fall. Ah, einmal ein Laden hier. So, wichtig, dass hier weitergeht. Damit wir hier auch aussehen können, ne? Jetzt haben wir 12:15, also um 12 begonnen. So, gleich den ersten und dann den zweiten. Und dann gleich den zweiten, dann können wir nämlich auch alle beschäftigen. Das ist gar nicht mal so blöd, weil der erste mich. Ja, mal sehen. Hat ja auf Dings gut geklappt. Gut, da haben wir andersrum gemacht. Wer muss sehen, ob sie recht und nicht recht, ne? So macht er ganz gute Arbeit. Das klappt ganz gut. Lange alle Entwickler von Cosplay. Naja, ein bisschen macht ja nichts. Jene Kurven, das klappt so nicht mehr so hundertprozentig, das ist ja bekannt. Klingt auch schon früher nicht so gut. Aber irgendwie ist das, er muss rückwärts fahren normalerweise oder so. Ein Schaf ist schwierig mit den Bäumen, ne? Dann weil die immer mit den Bäumen anklatschen. Na gut. Weil die ja nicht, mich erkennen. Kalk. Ach, kalken wollten wir, ja gut. Dies hat's nicht gemacht. Aus brauchen wir immer, ne? Da warten wir Schuhe ab. Wenn das wächst, dann kalken wir halt. Das wird morgen wachsen, denke ich mal. Morgen. Wenn machen wir Deckel zu, ne? Immer beim Gucken gerade ausfahren. So, in Ansicht. So, alles nach und nach Zeug fahren zum Hof. Aber der muss repariert werden.
Aber ich befürchte ja, dass er im Frühjahr sowieso repariert werden muss, so kräftig. Aber das werden wir sehen. Allgemeine Wartung, sagen wir so. Im 17er war das so, dass alle im Frühjahr im Fahrzeug gewartet werden mussten, also nach gewissen Betriebsstunden im Prinzip. Jetzt muss man im Prinzip öfters Wartung machen. Meiner liegt ja auch nahe, wenn ein Fahrzeug mit der Ernte fertig ist, dass man durchschickt. Ist ja auch entsprechend noch starke Belastung. So, da muss noch die Rocken, die Weizen noch fertig gemacht werden. Und dann knallen wir hier auch noch entsprechend Gras rein. Bei dem Feld, was jetzt kommt. Angenommen, die Karte Update würde kommen, dann wäre es hinfällig. Aber gut, damit kann man dann leben. Das wäre dann ärgerlich, wenn man nicht die Arbeit gemacht hatte. Aber ist halt so, ne? Dann müsst ihr auch hier einiges umändern, also die Silos würden sicherlich bleiben. Die Hallen da hinten würden da nicht Platz haben, finden mehr, weil das entsprechend, jo. Fahren wir in eine Halle rein. Reparatur machen wir nicht, wenn wir Zeit haben. Die Zeit nach der Ernte oder wenn die Aussaat erfolgt. So, den nächsten Fahrzeug nehmen wir gleich. Wir legen schön Zahn zu, ne? Also wenn die sich behaken sollten, nachher beim Hoch- und Runterfahren, dann würde ich notfalls die den Modus ändern, links und rechts, dann mal kurz tauschen. Auch werde ich hier mal überlegen, ob ich mir irgendwann mal die Mühe mache, wegen Kartoffeln und wegen Rüben, um ein bisschen Abwechslung reinzukriegen in der Fruchtfolge. Auch so mal ein bisschen Abwechslung bekommen. So, liebe Freunde, natürlich, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal Tschüss und mir gewinke. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.